Business Angel Talk mit David Rothart. Mein Name ist David Rothart. Ich bin Gründer von Companisto. In dieser Podcast-Reihe spreche ich mit Menschen darüber, warum und wie sie in Startups investiert haben. Ich selbst habe Companisto gegründet, um mich mit anderen Menschen an Startups beteiligen zu können und viel mehr Menschen den Zugang zu dem Thema zu geben. Und jetzt freue ich mich auf meinen heutigen Gast. Ja, hallo. Ich freue mich heute, mit Daniel Duarte sprechen zu können. Du bist Gründer von Caro Wach. Und vielleicht stellst du dich selber einfach nochmal kurz vor. Ja, also David, erstmal vielen Dank für die sehr nette Einladung. Ich freue mich sehr, bei diesem Interview auch dabei zu sein. Mein Name ist Daniel Duarte. Ich bin der Gründer von der Korkul GmbH, von der Marke Caro Wach. Wir verkaufen Kakao, der Wach macht. Komme ursprünglich aus Kolumbien. Lebe seit 14 Jahren in Deutschland und habe das Unternehmen vor 7 Jahren gegründet. Wir sind in Lebensmitteleinzelhandeln, ein Online-Shop, Direct-to-Consumer und Lebensmittel. Das ist das, was mich treibt und das, was ich mache. Ja, spannend. Vielen Dank, dass du heute dabei bist. Lebensmittelpunkt. Food ist, glaube ich, ein Bereich, der besonders relevant ist für viele von uns, wo sich auch viel tut. Ich glaube, wir haben viele Themen, die wir besprechen können. Ich würde tatsächlich gerne mal mit den Anfängen tatsächlich anfangen. Wie bist du eigentlich Unternehmer geworden? Du hast ja gesagt, du bist in Kolumbien geboren und aufgewachsen, bist jetzt hier. Wie kam es dazu? Ja, also eine spannende Reise sozusagen. Ich glaube, erstmal so aus Kolumbien nach Deutschland zu kommen. Ich hatte die Möglichkeit, einen Onkel, der hier Augenarzt geworden ist und ich dann sozusagen die erste Möglichkeit nach Deutschland zu kommen. Das erste Erfahrung war tatsächlich bei der WM 2006. Das war natürlich eine super schönen Seiten von Deutschland und das hat mich sofort begeistert. Deswegen wollte ich unbedingt hier studieren, habe dann tatsächlich auch angefangen mit dem Studium, erstmal VWL. Und dann in diesem Prozess habe ich meinen Mitgründer kennengelernt. Ich wollte eigentlich nie richtig gründen, aber ich wollte schon immer etwas mit Impact machen. Und das bedeutet, etwas zurückzugeben, sei es im Thema Nachhaltigkeit in der sozialen Kette oder auch im Thema von CO2 weniger Emissionen. Und in diesem Zusammenhang haben wir so das Thema erstmal Kaffee gefunden. Aber wir beide mögen nicht so gerne Kaffee. Und deswegen war das ein bisschen schwieriger, das auch zu machen, obwohl der Markt richtig groß ist. Und da haben wir etwas ganz Spannendes gefunden. Das ist das Wachmacher Kakao, also das Caro Wach sozusagen. Aber vor allem diese Impact auf Fairtrade und Nachhaltigkeit. Und das wollten wir von Anfang an einen Schwerpunkt dann setzen. Und so haben wir eigentlich diesen Weg gestartet. Ja, es freut mich natürlich. Also ich glaube tatsächlich, 2006 hat sich Deutschland von der sehr guten Seite präsentiert. Und es war ein glücklicher Zufall, dass du in dieser Zeit hier warst und wir dich für uns hier begeistern konnten. Freut mich sehr. Du hast ja auch angesprochen, das Thema Nachhaltigkeit, einen Impact zu haben, das hat dich von Anfang an angetrieben. Also würdest du das so unterstreichen, dass du sagst, das war eigentlich und ist vielleicht auch immer noch die Motivation, warum du das machst? Ja, definitiv. Also ich kann das nur unterstreichen. David, das ist wirklich meine große Motivation. Also ich würde sagen, dass dieses Verbindung von Unternehmer sein, aber gleichzeitig Impact, ja, also dieses aktives Handeln, dieses, ich finde eine Lösung, ich setze das um, ja, aber auch gleichzeitig anderen Menschen auf der Kette profitieren davon. Dieses Gefühl, der tut gut, ja, und der macht mich einfach glücklich, ja, und ich glaube, deswegen bin ich sehr glücklich als Unternehmer und habe doch das Glück, dass ich das schon mit 24 Jahren auch gefunden habe, so dieses Passion, aber auch mit so, was passt auch gut zu mir. Ich glaube, so das ganze Management-Skills, das musste ich noch lernen, viel auf den Weg. Aber das Thema Nachhaltigkeit unterstreiche und vor allem dieses zurückzugeben mit dem Thema Fairtrade. Das ist so, dass es in vielen Orten Lateinamerikas, aber auch in Afrika, würde ich sagen, viele kleine Bauern, die fühlen sich sehr allein. Die haben keine Macht, die können nicht so gut verhandeln. Und dieses Idee, dass sie zusammenkommen, ja, als ein Pool, dass sie demokratisch zusammenarbeiten und so ein bisschen Empowerment dabei entsteht, ja. Und ich habe wirklich tolle Persönlichkeiten kennengelernt, tolle Frauen, also so tolle wirklich Muttern von Familien oder mittlerweile Omas, die tolle Kooperativen aufgestellt haben und die wirklich auch ihrem Gebiet, ihrem Land auch weitergebracht haben. Und das auch Teil davon zu sein, das macht mich richtig glücklich.
und vor allem aber auf der anderen Seite, man muss gute Produkte nach Deutschland bringen, die schmecken, die einen Mehrwert sind, weil wenn das eine Seite nicht gut stimmt, kann auch die andere Seite nicht funktionieren. Ja, das sagt man ja tatsächlich. Am Ende muss es immer schmecken, allen. Also das kann ich gut nachvollziehen. Jetzt weiß ich von dir, du hast es gesagt, ihr habt euch im Studium kennengelernt, du und dein Mitgründer, und habt dann wahrscheinlich in eurer Küche die ersten Mischungen gemacht. Ich würde gerne mal von dir wissen, wie das so ist. Die Lebensmittelindustrie, die ist ja groß, die ist etabliert. Wie ist es da, wenn man jetzt ankommt und sagt, wir haben hier ein ganz neues Produkt und das muss unbedingt seinen Platz finden? Wie war das? Ja, also dieser Weg, der ist wirklich nicht so leicht. Also kann ich das gut nachvollziehen, auch deine Frage. Und zu dem Zeitpunkt, wir haben erstmal in Köln angefangen. Danach haben wir das Unternehmen tatsächlich in Berlin gegründet. Aber zu dem Zeitpunkt, es gab keine richtige Stellen. Wir wussten nicht, wo wir fragen, wen wir fragen sollten. Auch überhaupt, wie man eine Lebensmittelfirma zertifiziert, wo man das anmelden muss. Diese ganzen Schritte waren wirklich so eine Nebulose. Und wir haben das mal so ein bisschen blauäugig, sag ich mal, angefangen, wo wir die Rohstoffe das mal halt zu uns nach Hause, zu mir nach Hause in der WG-Küche gebracht haben und das mal angefangen zu testen. Und zum Glück haben wir so dieses Pivoting-Mindset, weißt du, dieses von Anfang an Konsumentensachen testen, da draus so das Produkt verbessert, aber auch so ein bisschen Erfahrungen, was kann gut funktionieren, was kann nicht so gut funktionieren. Das hat erstmal geholfen, so ein bisschen in der Startup-Szene nochmal von Köln und dann zu Berlin so einen Fuß zu fassen, zu merken, okay, die Jungs haben zumindest ein Gefühl, was man braucht in einem Unternehmen, und die sind so consumer-centric, ja, das Produkt auch zu generieren. Das hat erstmal geholfen, und dann peu à peu war das wirklich sein weiteres Testen, so immer wieder sich zu zeigen, wo kann man diese Produkte präsentieren. Bis wir dann tatsächlich in diesen uns immer wieder präsentieren und sehr aktiv präsentieren, haben wir die Möglichkeit, bei einer IHK-Veranstaltung hier in Berlin vor, ich glaube, mittlerweile 7 Jahren, und da war damals Kaiser Stengelmann und Bio Company ganz, ganz frisch, und die haben gesagt, ja, warum nicht? Lassen Sie uns das mal testen bei uns. Und wir waren so voll begeistert, okay, beide keine Ahnung über Lebensmittelhandel, habe ja selber noch nie Vollzeit woanders gearbeitet als bei meiner Firma. Dementsprechend war das eine tolle Überraschung, aber wir haben sehr schnell umgesetzt, David. Und ich glaube, das war ein Vorteil für uns. Ja, wir waren lange consumer-centric und auf der anderen Seite sehr schnell in der Umsetzung, sehr schnell in der Verbesserung. Und das waren tolle, ja, ich würde sagen, tolle Schritte, die wir gemacht haben, die uns überhaupt diese Chance ermöglicht haben, weil viele haben gesagt, Lebensmittel, das funktioniert nicht, ihr könnt gar nicht zum Handel kommen, ihr habt da keine Ahnung davon, das wird sowieso nicht funktioniert, Kakao für Erwachsene, wir alle trinken doch Kaffee, das funktioniert auch nicht, ja, also diese ganze Hürden, aber durch dieses schnellen Umsetzen und bei dem Kunden zu sein, hat tatsächlich geholfen. Ja, du hast das ja gesagt, dass das viele Schritte waren und viel präsentieren. Würdest du sozusagen in der Rückbetrachtung das auch so bestätigen? Weil manchmal glaubt man ja auch, wenn man so über das Gründen nachdenkt oder unternehmerischen Erfolg, dass dann irgendwann passiert was Großartiges und dann gibt's so einen Turning Point und dann kommt der Erfolg. Oder sind das eben diese kleinen Schritte, die dafür notwendig sind? Ich denke, dass diese kleinen Schritte für mich persönlich, denke, das sind die Clue zum Erfolg, ja. Und weil das sind auch Learning Experiences, den du sammelst. Und die machen, dass du denn den nächsten Schritt besser oder anders machen kannst, bis zu diesem Turning Point kommt. Und dieser Turning Point, der kann kommen, tatsächlich, ja. Also bei uns würde ich sagen, das Große war, bei der Höhle der Löwen zu sein, um da eine gewisse Reichweite zu bekommen. Aber um dahin zu kommen, haben wir die anderen kleinen Schritte gebraucht. Und deswegen glaube ich schon sehr stark an Fleißarbeit und an wirklich auch deine Ideen oder so diese Gründerideen, auch, aber auch deine Produkte ständig zu challengen, ständig zu präsentieren. Und da findest du, wenn du bereit bist zu lernen und dann auch hart zu dir zu sein, ja, und auch den Weg dann zu wechseln, dann kommen dann die nächsten Schritte und dann kannst du auch meiner Meinung nach zum Erfolg kommen. Natürlich muss auch ein bisschen, sage ich mal, auch Glück in diesem Prozess auch dabei sein,
Also da glaube ich, das braucht man immer ein bisschen dazu. Aber erstmal dein Anteil ist der größte Schwerpunkt dabei. Jetzt hast du es ja gesagt, dass auch in dieser Phase viele in deinem Umfeld oder auf die du getroffen bist, ja nicht daran geglaubt haben, dass ihr mit eurem neuen Produkt eine Chance habt. Du hast gesagt, alle trinken Kaffee, keiner trinkt jetzt Kakao, um wach zu werden. Das ist ja so ein Bereich, den ich ganz spannend finde. Das ist ja, wenn man Pionier ist, was Neues macht, dann hört sich das erstmal sehr cool an und alle sagen, cool, Innovation. Aber in der Praxis bedeutet das ja eigentlich ganz oft, dass man auf Ablehnung stößt. Man hört ja ganz oft Nein. Und wie bist du damit umgegangen? Und wie hat sich das für dich angefühlt? Ja, also du sprichst einer der wichtigsten Punkte, glaube ich, David. Und das ist so als guter Vertriebler, aber auch als Unternehmer sozusagen, diese Nein und damit klarzukommen, der ist wirklich sehr, also einer der Clues, weil dann darauf baust du ja die nächsten Schritte. Und für mich und ich glaube für meinen Mitgründer war das wichtig, immer wieder dieses Consumer-Centric. Okay, sie sagen Nein, warum sagt er Nein? Und welche sind die tatsächlichen Gründe dafür? Und wer sagt denn ja? Also sozusagen mich nicht von dem Nein als ein wahres, so nebuloses Nein, sondern immer dieses Nein zu Fakten zu bringen. Was bedeutet das? In welche Position ist er? Warum verstehe ich das nicht? Welche Argumente habe ich nicht dazu gebracht? Und wie kann ich dieses Nein zu einem Vielleicht und dann eventuell zu einem Ja? Und habe ich dann auch die richtige Gruppe? Und ich glaube, dieses Bewusste, sich mit dem Nein auseinanderzusetzen, so ein bisschen sich davon zu befreien, von diesem menschlichen Nein, ich werde persönlich abgelehnt, sondern ich habe eigentlich die Möglichkeit, klare Hypothesen festzulegen und darauf auch besser zu testen, glaube ich, dass das so der Clou ist. Und das hat uns dementsprechend auch geholfen, uns dann besser zu orientieren. Und ich würde sagen, heute immer noch ein Mann über 50, der würde immer trotzdem sagen, dass unsere Produkte gar keinen Bedarf haben, ja, total unnötig sind. Aber seine Frau, die 45 ist, ist wahrscheinlich schon mittlerweile eine starke Genießerin von CoaWach. Und wahrscheinlich seine Tochter, die mittlerweile schon 20 ist, ja, wahrscheinlich auch schon CoaWach trinkt, ja. Und dementsprechend, und das sind tatsächlich unsere zwei Kernzielgruppen, ja. Frauen zwischen 20 bis 35 und Frauen zwischen 40 bis 50 sind unsere zweiten Kernzielgruppen. Und dann merkt man, Männer bei 50, die sagen in der Regel nein. Und das hat sich auch nicht verändert in den letzten, sage ich mal, 8 Jahren von unserer Gründung. Aber das könnte ich besser bewerten. Ja, ich glaube, das ist extrem wichtig, also auch das zu analysieren, wer sagt das, warum. Und natürlich auch ein Stück weit, auch wenn es schwerfällt, die Emotionen rauszunehmen. Wie war das bei dir? Ist das schon immer etwas gewesen, was in dir wohnte, sage ich mal, dieser Widerstand, wenn du auf ein Nein triffst, dass du deiner Überzeugung folgst? Weil ich sage mal so, allgemein im Schulsystem oder im Kindergarten oder in der Kita wachsen wir ja auf, um Regeln zu befolgen, und auch die Eltern, ja auch gut gemeint, geben uns viele Regeln. Aber zu sagen, ich gebe Widerstand, das ist ja jetzt nicht was überall gefördert wird, sage ich jetzt mal. Ja, ich weiß auf jeden Fall, wovon du sprichst, und ich gebe dir recht, ja, also wir sind eigentlich nicht unbedingt gesellschaftlich erzogen, um mit dem Nein klarzukommen. Von daher kann ich dir nur recht geben. Ich würde sagen, dass mein Mitgründer, also Heiko Butz und ich, wir beide haben eigentlich dieses intrinsisches so Widersprechen von einem Nein in uns, so eine starke Überzeugung von uns selber. Ich glaube, für mich war das auch wichtig, dieser Schritt auch nach Deutschland zu kommen. Auch dann, klar, es gibt viele Ängste. Werde ich überhaupt die deutsche Sprache auch kennenlernen? Werde ich mich irgendwie hier wohlfühlen? Und diese kleinen Erfolge sozusagen und auch eigenen, so ich glaube an mich, ja, ich glaube, dass ich das auch gut machen kann. Glaube ich, waren wichtige Instrumente, auch dahin zu kommen und auch in diesem Zusammenhang auch nicht allein zu sein. Ich war ja relativ jung, als ich ja gegründet habe. Die ersten Ideen mit 23 und auch tatsächlich gegründet mit 24. Und war das auch wichtig, auch einen Mitgründer zu haben, der sozusagen auch in diesem Zug ist und wir man sozusagen sich unterstützt. Aber das kann ich schon sagen, auch
um genau zu antworten, ich habe das so aufgebaut. Ja, ich würde sagen, ich war schon immer so eigenwillig in diesem Prozess und mich nicht unbedingt von diesem, es muss in diesen Schritten ja sein, sondern auch meine Eltern waren auch ein bisschen dagegen, vor allem meine Mutter, dass ich so weit weg von ihr bin. Aber ich habe mich immer wieder so starke halt dafür eingesetzt, dass das, was ich mache, ist gut. Aber nicht aus dem so dieses rebellisch, sage ich mal, nicht unbedingt da drauf, sondern was sagt mir, ist das das Richtige für mich, ja? Und hat das eine Bedeutung, ja? So dieses Bewerten war das auch für mich wichtig und ist immer noch wichtig für mich, ja. Ja, ja, ich glaube, es ist ein großer Unterschied, ob man einfach gegen Widerstände kämpft oder seiner Überzeugung folgt, ja? Und das kann natürlich dazu führen, dass man gegen Widerstände kämpft und die Kraft hat. Du hast ja vorhin angesprochen, dass diese kleinen Schritte zum Erfolg geführt haben. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, finde ich so aus meiner eigenen Betrachtung beim Unternehmertum, dass man auch diese kleinen Schritte anerkennt und auch diese Erfolge auch feiert, weil man hat natürlich große Ziele und will irgendwo hin, aber braucht ja auch immer wieder die Kraft, den nächsten Anlauf zu nehmen. Jetzt habt ihr große Erfolge gefeiert. Ja? Ich habe heute Morgen geguckt, in meinem Supermarkt gibt es euch, ihr steht im Regal, das ist kein Zufall, sondern ihr steht in extrem vielen Supermärkten mittlerweile im Regal. Euch gibt's, ihr verkauft ganz große Mengen, habt euch in dem Sinne auch etabliert mit eurem Produkt. Und was mich interessieren würde, du hast natürlich einen sehr tiefen Einblick auch in die Lebensmittelindustrie. Wie siehst du die Entwicklung auch im Hinblick auf die Nachhaltigkeit? Tut sich da was? Wie ist dein Eindruck? Ja, ja, da tut sich eine Menge. Also ich würde sagen, zu dem Zeitpunkt, als wir angefangen haben, wir waren sehr hochpreisig. Ich würde sagen, circa 400% teurer als das Vergleichskakaoprodukt in einem Regal. Dafür war deutlich nachhaltiger in dem Prozess. Also sozusagen das ganze fairen Handel und Fairtrade. Und das ist etwas, was wirklich Fahrt aufgenommen hat. Ich würde sagen, dass das immer mehr das Thema erstmal Social Impact stark aufgekommen ist nach uns. Ich sehe das in neuen Startups, die sich gegründet haben, wie zum Beispiel Share, die auch ein spannendes Konzept haben. Und das ist so, wenn ich ein Lebensmittel kaufe, dass das jemand sich davon profitiert in einem Land, wo es dann nicht so reicht ist. Und auch jetzt ganz spannend mit ganz auch anderen Konzepte, wie jetzt gerade von der New Company, wo es jetzt viel mehr in diesem, ich kaufe ein Produkt und ich pflanze einen Baum, zu diesem kompletten, sag ich mal, CO2 und Nachhaltigkeit im Sinne von dass wir halt unser Klimaschutz oder unser Klima retten sollen. Und da sehe ich tatsächlich einen immer großen und starken wachsenden Trend. Das sieht man in dem Bereich auch von Vegans Produkte, die wir überall jetzt mittlerweile auch bei Lidl kaufen können, aber auch insgesamt, dass dieses Alternative to Milk oder Dairy Products oder auch insgesamt Fleisch. Und das ist sehr stark zu diesem Thema Schwerpunkt CO2-Reduktion. Man muss auch sagen, 25% der CO2-Emission kommt aus der Lebensmittelbranche. 25%, das ist schon erheblich. Und so sieht man auch das Potenzial. Und deswegen sehe ich auf jeden Fall auch neu gegründete Fonds, die das immer stärker machen. Ja, letztes Jahr mit Exits auch in dem Bereich, auch in Deutschland, die es nicht so stark gab. Und auch in diesem Jahr wirklich neu gegründeten Fonds, die immer stärker und größer werden und mehr in diesem Bereich dann auch aktiv sind. Und das war in der Foodtech-Branche lange nicht, also in dem Bereich, sage ich mal, Delivery sehr stark. Aber in diesem Bereich wirklich Herstellung von Food war das nicht so stark, der Volumen an Investment. Und ich sehe, das ist immer so ein Trend, ja, wenn der Investmentvolumen steigt, steigt aus sozusagen halt die Kreativität oder die Bedeutung dieser Branche. Und da sehe ich eine starke Veränderung von den Lebensmittelhandeln, von den Produzenten, dass das Thema immer wichtiger wird. Aber ich sehe viel mehr das Thema von Klimaschutz, ein wichtiger Bereich, also sozusagen diese CO2-Emissionen als Fokus, anstatt wirklich das Thema soziale Gerechtigkeit in der Lieferketten. Da sehe ich, dass das nicht so ein hohes Thema wird gerade. Nichtsdestotrotz finde ich das ganze Thema jetzt gerade sehr aktuell, die Lieferkettengesetz. Und die Lieferkettengesetz spricht sehr stark für die Transparenz
in der Lieferketten. Und da sehe ich auf jeden Fall das ganze Motivation für Blockchain in der ganze Lieferkettenprozess, ja, dass man nochmal nachweisen kann, woher die Zutaten kommen. Diesen Prozess habe ich sehr viel mehr Möglichkeiten in der Kette, diese auch transparenter zu machen, die aber auch am Ende dazu bringen kann, dass es auf jeden Fall mehr, sage ich mal, Social Impact kommen kann, weil man dabei den Prozess dann sicherstellt. Also ich sehe da eine Menge Bewegung. Ich merke auch, dass wir so ein bisschen geholfen haben mit kleinen Schritten. Aber ich denke, dass ich habe gerade das Gefühl wirklich, dass es noch größere Welle kommen können und dass wir auch unser Geschäft entweder ja ein bisschen anpassen oder verändern müssen, um dann noch ein bisschen von diesen großen Wellen, die dann noch kommen, weil wir den ersten Schritt gemacht haben, aber ich glaube, da sind noch große Wellen, die noch kommen und dann müssen wir noch ein bisschen aktiver werden, so dass wir Teil von diesen größeren Wellen für eine nachhaltige Food Chain arbeiten können. Habe ich dich richtig verstanden, dass die Transparenz, die durch dieses Lieferkettengesetz hergestellt werden soll, dass das etwas ist, was du befürwortest? Und vielleicht Anschlussfrage noch. Du hast ja gesagt, dass ihr von Anfang an einfach diesen Nachhaltigkeitsgedanken hattet. War es denn für euch auch früher vielleicht gar nicht so einfach? Ihr müsst ja auch Partner finden, die eure Produkte vertreiben, die euch helfen. Das könnt ihr ja nicht alles selber machen. Diese zu finden, in dem Wissen, dass die auch sozusagen euren Nachhaltigkeitskriterien entsprechen. Ja, total. Also genau, ich bin tatsächlich ein Befürworter für diesen Gesetz. Das liegt daran, dass wir das heute machen. Ja, also wir haben heute unsere Lieferketten schon so aufgebaut, dass diese transparent sind und dass wir auch da auf die Menschenrechten halt darauf achten, dass diese auch funktionieren. Warum denke ich, das ist wichtig? Weil ich bin Unternehmer und ich möchte Verantwortung übernehmen. Nicht nur hier vor Ort, sondern auch in den gesamten Lieferkettenprozess. Für uns, und wie du es gesagt hast, war das sehr schwierig. Erstmal, wir haben nicht nur ein Komponent in unseren Produkten, sondern wir haben eine mehreren Komponenten. Und da haben wir erstmal auf den Partner hier in Deutschland erstmal gefunden, die diesen Wegen schon gut gemacht haben, die schon langfristig mit Kooperativen arbeiten. Auch in Europa haben wir das gemacht. Und somit haben wir diese Lieferprozesse dann aufgebaut. Aber ganz am Anfang war das natürlich der Preis dann erheblich teuer, weil wir dann sozusagen erstmal das ja berücksichtigen müssen, dass wir dann erstmal noch nicht den direkten Weg finden könnten. Und das war, obwohl wir das transparent hatten, war das natürlich auch einen teuren Weg bis dahin. Und das wird sich auch wiederum widerspiegeln in den Preisen, die erstmal alle gesagt haben, das wird unmöglich, das umzusetzen. Aber zum Glück haben wir das transparent auch formuliert, dass auch die Kunden das auch angenommen haben. Und wir heute noch da sind, ja. Weil sonst, wenn diese Preise überhaupt nicht angenommen hätte, dann wären wir gar nicht halt sozusagen auf dem Markt. Aber das war kein leichter Prozess. Es ist heute auch kein leichter Prozess. Aber ich persönlich finde ihn wichtig, vor allem jetzt in einer Corona-Zeit, wo Menschen auf der Welt, ja, wo diese Globalisierung ja gefühlt nicht da ist, aber der ist ja extrem da. Und ich finde, da ist es noch umso wichtiger, da diese Partnerschaften aufzubauen, sicherzustellen. Und zum Beispiel, wenn anderen Partner Schwierigkeiten haben, vielleicht Rohstoffe zu holen, weil sie das auf dem Markt finden müssen, wir haben feste Partner in den verschiedenen Kooperativen, wo wir die Ware fest haben, wo wir sogar noch mehr einkaufen könnten, weil wir diesen sicheren Weg aufgebaut haben. Und die selber in Orten wie Brasilien oder Peru, wo auch am Anfang sehr, ja, von der Corona-Zeit sehr schwierig war, die auch die Sicherheit haben, dass wir auch da für denen da sind, um deren Arbeit und diese Partnerschaft dann ja weiter aufzubauen. Ich finde, du sprichst ein sehr wichtiges Thema an. Das ist ja tatsächlich diese Fairness. Und am Ende muss die Fairness ja bezahlt werden. Also es gibt, der Kunde muss bereit sein, das zu bezahlen und zu sagen, ich möchte, dass die Menschen, die vielleicht diese Produkte auch herstellen, die dafür sorgen, dass ich das hier in der Hand halte, in dieser Qualität, dass die gut davon leben können, die Familien. Und ich glaube, diese Transparenz, die ist extrem wichtig, denn ansonsten steht ja nur ein hoher Preis, ne? Da steht euer Produkt neben dem anderen und das ist ein Vielfaches teurer.
Aber es fehlt sozusagen die Einsicht bei dem Einzelnen, weil es nicht, wenn er sich jetzt nicht hinsetzt und recherchiert, dass er halt versteht, warum ist dieses Produkt so viel teurer? Und ich glaube, dass das kann ja dann jeder selber entscheiden, in welches er kaufen möchte oder auch kann. Ja? Nicht jeder kann das zu jeder Zeit, das ist klar. Aber ich glaube auch, dass das ein extrem wichtiger Schritt ist. Und du hast ja auch beschrieben, dass aus deiner Sicht es mehr und mehr Investments in dem Bereich Social Entrepreneurship Impact Investment gibt. Jetzt habt ihr selber Investoren aufgenommen. Und wenn ich mit Angels oder Investoren spreche, dann gibt es natürlich immer die Frage, ist das sozusagen ein schwieriges Unterfangen? Also man investiert, bekomme ich weniger Rendite, wachsen die Companies alle langsamer, gibt es nur Nachteile, aber ich tue was Gutes. Wie bewertest du das, investieren in Impact Companies? Ja, also gerade, ich würde sagen, wahrscheinlich gibt, also es kann sein, dass es natürlich eine weniger Rendite geben kann. Also nochmal, um das Beispiel konkret zu gehen, wir könnten auch dieses Produkt, den wir machen, gut und günstig machen, ja? Eventuell hätten wir vielleicht ein bisschen mehr Mengen, ja? Also, aber es ist auch eine bewusste Entscheidung halt dafür, dass wir sagen, okay, wir wollen da auch einen Mehrwert bringen. Nichtsdestotrotz ist das auch, was die Konsumenten immer mehr annehmen. Ja, also wenn Investoren auch bereit sind, da zu investieren, bedeutet, dass der Kunde auch immer bereit mehr das auch anzunehmen. Und da sehen wir jetzt gerade, es gibt zum Beispiel von Pamela, die jetzt die eine der größten Influencerin, die hat auch ihre eigenen Marken und sie macht dann zum Beispiel mit No Plastic. Der Joko, der super bekannte Fernsehmoderator, der hat jetzt auch seine eigene Schokolade, Jokolade, der auch genau das anspricht, das Thema auch dann Fairtrade. Und ich sehe das, dass die Kunden immer wieder das mehr dann annehmen. Und wenn die Kundenbereitschaft ist, das anzunehmen, dann gibt es auch die Möglichkeit, dann auch das zu wachsen. Und wenn es die Möglichkeit zu wachsen gibt, dann gibt es ein Geschäftsmodell, von dem alle dann profitieren können. Und das, glaube ich, ist, dass das etwas, was man transparenter auch dann nochmal vermitteln muss. Und das ist möglich. Und ich würde sagen, dass wir als Unternehmern nicht langsam gewachsen sind. Ja, also jetzt, also ich würde sagen, die letzten Jahre waren mehr Etablierungsjahren, aber die ersten 3-4 Jahren sind wir tatsächlich sehr schnell gewachsen. Und wir hatten aber einen ganz klaren Purpose und Unique Selling Proposition. Und deswegen waren wir ein Teil davon, dass wir auch ein Fairtrade-Unternehmen sind. Und somit haben auch die Investoren, Business Angels, aber auch ja, Pro7Sat1 hat bei uns investiert, aus sich dann dafür bewusst entschieden, okay, das ist dahin, wo es sich auch weiterentwickelt, ja, und da gibt's ja auch ein Business halt, ein Business Model dahinter, und von daher glaube ich nicht, dass es unbedingt dieses Impact bedeutet, weniger Rendite oder weniger Wachstum. Eigentlich im Gegenteil. Ich sehe da die Möglichkeiten, sogar in bestimmten Bereichen noch schneller zu wachsen oder besser zu wachsen. Und auf der anderen Seite finde ich auch, meiner Meinung nach, eine wichtige Frage für Investoren oder für Business Angels. Wofür, was möchten Sie mit Ihrem Geld machen? Ja, also ich würde sagen, eine der wichtigsten Impacts, den wir haben, ist ja, was machen wir mit unserem Geld? Und wenn wir investieren in einen Ort, wo halt mehr Veränderung kommen kann, dann bin ich ja aktiv mit diesem Investment sozusagen derjenige, die zu diesen Veränderungen führt. Und deswegen sollte auch mal diese Frage für Angels, Investoren oder wie sie es, wohin möchte ich, dass sich die Welt entwickle? Und ich habe die Möglichkeit, dahin mein Investment zu platzieren, zu dieser Entwicklung, wohin sich die Welt oder dieser Ort, wo ich möchte, dass sich die Welt entwickelt. Ich kann aktiv dazu beitragen. Und das finde ich auch eine spannende Frage, die man das auch zurückspiegeln kann auf Angel-Investoren oder Weiter-Investoren. Genau, diese Frage, was bewirke ich eigentlich mit meinem Geld, abgesehen von einer finanziellen Rendite, einem Gewinn, ja, das ist tatsächlich auch etwas, was ich merke, was ganz viele Business Angels sich auch fragen oder was sie antreibt. Am Ende zu sagen, ich möchte was Gutes tun und ich möchte vielleicht die Welt der nächsten Generation auch ein Stück besser machen mit meinem Investment. Ich glaube, das ist ein extrem wichtiger Punkt für viele. Ich würde jetzt gerne auch mal auf deine Beziehung zu Investoren eingehen. Weil man sagt ja immer, Investoren geben Kapital. Auf der anderen Seite geben sie auch Know-how und Expertise weiter.
Kannst du das unterstreichen? Und wie funktioniert das für dich als Gründer? Also kommen die Investoren auf dich zu und haben tolle Ideen oder musst du sie dir holen? Wie gehst du daran? Ja, ich finde, die Investorenfrage ist eine sehr wichtige Frage. Und je früher man sich damit beschäftigt, wie ich meine Firma aufbauen möchte, desto besser, also sozusagen, welche Fähigkeiten möchte ich haben, die ich vielleicht nicht habe, oder welches Kapitalvolumen, oder wo möchte ich dann hin, ja, desto besser kann ich auch die Frage entscheiden, welche Art von Investoren passen auch am besten zu mir. Und in meinem persönlichen Fall war das tatsächlich so, dass ich mit Business Angels wirklich sehr gute Erfahrungen gesammelt habe, weil ich dort wirklich Know-how, Beratung, ich habe ja gesagt, ich war ja relativ jung, mit 24 Jahre alt, nicht so viel Business-Erfahrung, und das war sehr wichtig für mich, mit Business Angels wirklich das Unternehmen dann nochmal dieses kluges Kapital zu haben. Leute, die Erfahrung haben, nicht unbedingt in der Lebensmittelbranche, aber wirklich im Business, ja. Und das war für mich ein gigantischer Mehrwert, das dann nochmal zu bringen. Darüber hinaus auch dann weiteren Kontakte. Danach, das ist natürlich vielleicht wichtiger Kapital, ja. Irgendwann in einem bestimmten Punkt, klar, es ist wichtig, viel Know-how, aber dann musst du natürlich, manchen Kontakten sind wichtig, aber du musst eigene Leistung bringen, ja. Und dementsprechend irgendwann war es für mich wichtiger, eher halt das Kapital als unbedingt viel mehr Know-how, weil ich mit diesem Kapital auch nochmal die Schritte, die ich dann selber entscheiden muss in meinem Business, wohin sich das dann weiterentwickeln wird. Und somit hat sich auch die Perspektive verändert, ja. Erstmal ein bisschen Know-how oder was passt denn dazu, und dann zum weiteren Schritt, ich brauche ja mehr Geld, um die nächsten Punkte dann nochmal zu erreichen. Und dann, wie sind wir da hingekommen? Erstmal war das sehr aktiv, ja, wir waren dann sehr, habt ihr nochmal gesagt am Anfang, wir haben immer wieder das Produkt präsentiert, angesprochen, und tatsächlich, wir haben dann die ersten so Interesse von Business Angel, das war einen Ex-WMF von diesen Küchengerätenhersteller, die dann in Vorstand, die dann Interesse gezeigt haben. Und wir haben dann das auch gesagt, so Mentoring von anderen Business, von anderen Businesspläne, und die haben gesagt, wow, spannend, ich bin dann auch bereit. Und so haben wir so ein Momentum gewonnen, dass wir tatsächlich so den ersten, so vier Business Angels zusammenbekommen haben für die Gründung der Firmen. Und mit diesem ersten guten Schritte, dass wir Lebensmittelhandel reingekommen sind, haben tatsächlich die Business Angels selber noch weitere Business Angels mitgebracht. Ja, also wir mussten erstmal nicht weiter suchen, sondern die haben gesagt, okay, wir sind bereit, dann nochmal zu investieren. Und in diesem Prozess haben tatsächlich auch, dadurch, dass wir in Food auch bekannter worden sind, auch Höhle der Löwen bekannter worden ist mit dem Thema Food, haben wir auch tatsächlich auch mehr Möglichkeiten gehabt. Und da mussten wir auch nicht so viel suchen, sodass wir auch nochmal die nächste Möglichkeit hatten für das große Investment auch in den Bereich. Genau, aber ich muss sagen, dass für diese nächste Wachstumsstufe, ja, das sprechen wir auch viel in Deutschland für diese nächsten Finanzierungen, ja, Series B, also wirklich auf 5 Millionen oder auf 4 Millionen und dann diese Bewerb, da ist es tatsächlich so, dass das nicht so leicht zumindest war in Deutschland, ja, als wir das dann gesucht haben, also diese größere Finanzierungsrunden, da war das tatsächlich nicht so leicht. Und da war das so, dass wir immer jetzt schneller mehr suchen mussten und nicht nur nach Deutschland, das muss ich auch leider zugeben, sondern wirklich, da sind die interessanten Player wirklich außerhalb von Deutschland, die bereit sind für diese Finanzierung. Und das ist auch tatsächlich so im Food-Tech-Bereich, also viele Unternehmen oder viele VCs, die spannend sind, sind keine deutschen VCs, das sind halt dann Schweizern oder die sitzen vielleicht dann in Paris, und auf denen musste man erstmal finden, noch nochmal zu gehen, ja. Ja, es ist sehr spannend, wie du es beschreibst. Also was ich da raushöre, ist, dass du selber auch sehr aktiv warst und die Angels einbezogen hast, um diese Vertrauensbeziehung auch aufzubauen, dass du ja sozusagen nicht nur Branchen-Know-how, sondern vor allem auch so unternehmerische Expertise und vielleicht auch Lebenserfahrung mitnehmen konntest. Ich glaube, dieses Thema, ja, diese Finanzierungslücke, wenn es mal um größere Investments geht, ja, weil der Start ist ja oft mit Angels, aber dann braucht man irgendwann 4 Millionen. Das ist natürlich, wenn man jetzt nicht gerade einen Super Angel hat an seiner Seite, der dieses Kapital hat, ist man natürlich in einem Bereich, wo klassischerweise eher Venture Capital Gesellschaften unterwegs sind. Ich könnte mir vorstellen, dass in diesem Bereich auch ein gewisser Impact Investing entstehen, zwar einige,
Aber ich glaube, was auch eine Wahrheit ist, dass viele Venture Capital Gesellschaften natürlich in eine ganz bestimmte Art von Unternehmen investieren, die, sag ich mal, sehr klar eine Einhornperspektive haben. Und deswegen finde ich es auch spannend, letztendlich die Frage, wie kann man private Investoren besser organisieren, sodass sie vielleicht auch ja größere Summen zusammen aufbringen können. Das ist ja tatsächlich ein Thema, was uns auch sehr stark beschäftigt. Und ich finde, das ist genau, da spielt halt dann Crowdinvesting, so wie er das macht, dann wirklich auch eine tolle Chance, wenn man diese weiteren Kapitalrunden dann nochmal, dann braucht man genau auf diesem kleineren sozusagen noch die nächsten Stufen für die größeren Rollen. Und da sehen wir auf jeden Fall auch das Thema Crowdfunding immer als eine spannende Perspektive halt, wenn diese Lücke nicht von woanders besetzt werden können. Und ich finde das sehr spannend, auch diese Sammlung tatsächlich von Angels, von wenig Kapital. Am Ende ist auch ein bisschen wieder zurück zu dieses kleine Kooperativen, was ich angesprochen habe. Ja, also kleine wenige, die halt irgendwie was machen wollen, haben aber nicht so viel Macht, tun sich zusammen, um dann nochmal einen großen Hebel zu machen. Und das sind für mich Konzepte, an denen ich wirklich daran glaube. Und ich finde es auf jeden Fall super, dass es genau da diese Lücken auch geschlossen werden, auch durch diese durch Crowdinvesting-Plattformen oder Möglichkeiten, was ihr macht. Also ich finde, es ist eine echt gute Möglichkeit, diese Lücken zu schließen, meiner Meinung nach. Ja, das höre ich natürlich gern. Tatsächlich glaube ich, ich habe ja Companisto vor 8 Jahren gegründet und natürlich immer mit der Idee, viel mehr Menschen den Zugang zu dem Thema zu geben, in Startups zu investieren, wie es ja schon lange normal ist für viele, auch in Aktien sich an größeren Unternehmen zu beteiligen. Und tatsächlich ist mir über die Zeit immer klarer geworden, dass da extrem viel Kraft drin steckt. Also in unserem Fall ist das auch schon so vorgekommen, dass wir Unternehmen finanziert haben mit 1 Million Euro, dann den nächsten Schritt bei Ameria 1,4 Millionen und dann 2x5 Millionen. Einfach durch die Gruppe der Privatinvestoren, und das sind 12 Millionen. Und das ist typischerweise ein Bereich, wo sich eigentlich nur Venture Capital Firmen finden und wo du ja sagst, da muss man auch schnell mal aus Deutschland rausgehen, um international VCs zu suchen. Und ich glaube, das wird die Zukunft sein, dass diese Gruppe, wenn sie gut organisiert ist, auch ganz große Summen zusammenbringen kann. Und darauf freue ich mich natürlich persönlich. Aber ich will gar nicht so viel über mich reden, auch wenn ich das immer gerne tue, auch über meine Themen. Ich würde nochmal zu einem anderen Punkt zurückspringen, weil wir haben natürlich jetzt viele Themen beleuchtet und auch eure tolle Erfolgsgeschichte. Es gibt ja ein Sprichwort, dass man eigentlich sagt, naja, man lernt eigentlich das meiste aus Krisen. Würdest du das unterschreiben und hast du das auch erlebt? Also ich würde sagen, man ist am meisten gezwungen, aus Krisen zu lernen. Ja, also in den Krisen zu lernen. Also man wird halt dazu gezwungen. Ja, ich glaube, das ist nicht nur die einzige möglichen Lernmöglichkeiten. Also ich denke, man kann auch sehr viel aus dem ganz normalen Business und auch aus dem Daily Business oder Erfolge auch zu lernen. Ich glaube, das ist wichtig, vor allem der Mindset, bereit sein, konstant auch zu lernen und auch diese Learnings, Experiences dann auch einzubringen. Aber nichtsdestotrotz kann ich zustimmen, ja. Also ich würde sagen, dass aus dem großen Fehlern, den ich gemacht habe, habe ich auch am meisten gelernt. Also von daher, und die haben oft halt zu Krisen geführt. Also von daher kann ich das auch nur bestätigen, David. Ja. Hast du für dich einen größten Fehler im Kopf, den du auch benennen magst, oder? Ja, also ich habe da auf jeden Fall viele Fehler. Ich habe jetzt, glaube ich, also einen Fehler, den ich gemerkt habe, so in diesem Wachstumsphase, den ich nicht gut gemacht habe. Das war das Erste, war wirklich sicherzustellen, dass wir Unternehmensprozesse haben, die skalierungsfähig sind, und dann auch Skalierungsmindset, also ein Team-Mindset, der sich gegenseitig unterstützt und nicht sich sozusagen so einzeln schützt, um dahin zu kommen. Und das würde ich sagen, das war einer meiner größten Fehler, dass ich das nicht geschafft habe, in diesen Wachstumsschritten wirklich für einen Prozessen und auch Mindset in dem Team, die auch wirklich diese Strukturen, weil wenn man, meiner Meinung nach, das ist, wenn ich das schaffe, ja, sozusagen diese Strukturen und Mindset, habe ich einen deutlich flexibleren Unternehmen, der halt auch, wenn der nicht den genauen Geschäftsmodell gefunden hat, durch diese Mindset und Prozessen
kann auch dann nochmal abweichen und zum nächsten Schritten gehen. Und das würde ich sagen, das war einer der größten Fehler, den ich gemacht habe, Learnings. Und das ist etwas, was ich heute, mein Gott, das tue ich auf jeden Fall super, super gerne und super viel. Und das sehe ich für mich als eine der wichtigsten Learnings für meinen heutigen Business, aber für weiteren Businesses, Möglichkeiten, die ich dann habe, das weiter aufzubauen und weiter auch zu pflegen. Ja, ich finde es schön, dass du diesen Fehler auch so benennst oder diese Erfahrung. Ja, das ist, glaube ich, auch etwas, über das teilweise noch zu wenig geredet wird und Menschen vielleicht nicht so klar ist, die selber nicht gegründet haben, dass der Weg halt gepflastert ist mit solchen Erfahrungen oder auch Fehlern, wenn man so nennen möchte. Weil wir auch ein bisschen jetzt zum Ende kommen. Ich würde mich nochmal interessieren, woher du persönlich die Energie nimmst dafür, was du machst. Also liegt nahe, dass du natürlich jeden Morgen den Kakao trinkst und einfach nur ins Regal bei euch greifst, aber irgendwann musst du ja vielleicht auch mal was anderes tun. Ja, woher hast du diese Energie? Ja, ich habe das nochmal angesprochen, dass ich wirklich, ich würde sagen, ein Glück habe, relativ früh meine Stärken zusammen mit meiner Leidenschaft, also für etwas, was ich stehe. Und das ist das Thema Nachhaltigkeit in Food oder in der Supply Chain dann aufzubauen. Und dann auch das Thema, dass ich gerne gestalte, gerne mache, gerne aufbaue, also gerne umsetze. Und das sind so zwei Sachen, die wirklich sich so verbinden. Und das ist, glaube ich, so für mich ein großes Glück, ja, dass sich diese beiden Themen sich für mich auch gefunden haben. Und dann im Zusammenhang auch immer wieder zu überlegen, was Gutes wir dann auch tatsächlich geschafft haben. Ja, also wir sind letztes Jahr haben wir den Preis gewonnen als bestes, Fairtrade Award, als bestes Herstellerfirma in Deutschland. Das spricht dafür, dass wir wirklich auch die Lieferketten gut gepflegt haben, Menschen vor Ort wirklich das Leben verändern, die auch deren Umgebung, ja, weil es ist ja nicht nur die einzelnen Menschen, sondern auch deren Umgebung auch was verändern, aber auch dann natürlich zu hören in Deutschland, wie lecker unser Produkt ist, dass Leute das mögen, auch zu hören. Letztens hatte ich so ein Gespräch mit jemandem, ich glaube, der ist so circa 40 Jahre alt und hat gesagt, ja, ich kannte euch nicht, aber letztens habe ich mit meiner Freundin, ich habe da nochmal irgendwie die Marke und meine Frau trinkt es regelmäßig und dann habe ich die Augen aufgemacht und die Produkte sind im Regal und dieses Gefühl zu haben, okay, wir tun was Gutes, aber es gibt wirklich Kunden, die das mögen, die das lieben und dieses Gefühl, dann sagt mir, okay, ich habe da was Gutes gemacht und ich möchte das weiterhin machen und da nehme ich meine Energie, ja, in diesem Zusammenhang, diese beiden Spielen, dass ich dann auch weiterkomme. David. Ja, das spürt man, glaube ich, und das ist natürlich tatsächlich sehr schön, wenn man mit Menschen spricht, die das genießen, was ihr da mit viel Arbeit und viel Energie und Herzblut immer wieder produziert. Letzte Frage von mir, die mich auch persönlich interessiert. Ich kann mich daran erinnern, dass mein Opa mir über früher eine Anekdote erzählt hat, und da ging es darum, dass er gesagt hat, naja, man muss halt immer auch mal zur Ruhe kommen, um Kraft zu haben, und hat immer eine Geschichte von einem Mönch erzählt, der einen Bogen hat und gesagt hat, der Bogen ist eigentlich wie der Verstand, ja, wenn er immer angespannt ist, dann verliert man irgendwann die Möglichkeit, genau zu zielen. Deswegen würde mich interessieren, was machst du denn, um einfach mal abzuschalten, um runterzukommen? Ja, also super wichtiges Thema. Ich habe das für mich auch gelernt, dann ab einer bestimmten Uhrzeit einfach nicht mehr auf den Handy zu schauen. Ja, so dann oft so ab 8 Uhr habe ich gesagt, okay, mir geht's nicht gut, auf meinen Körper auf zu achten, merken, okay, ich bin müde, ich kann heute nicht mehr. Dann auch mal zu sagen, nein. Wenn ich merke auch, habe lange, viele Jahre einfach so über meine Grenzen hinweg weitergearbeitet. Wenn ich heute merke, ich fühle mich nicht fit, ich fühle mich nicht gesund, dann bin ich auch mittlerweile konsequent und sage, ja, okay, werde ich weniger Termine machen und werde ich mir erstmal erholen, weil das ist hier keine Sprints, das ist hier ein Long Run, den ich mache. Ich habe auch oft Wochenenden, wo ich dann sage, okay, ich werde jetzt erstmal wirklich nur Entspannung machen und mich das wirklich auch einplanen sozusagen. Auch Morgenroutinen dann auch festzulegen, ja, erstmal, dass ich nicht so diesen Tag merke, okay, der Tag hat mich unter Kontrolle, sondern ich habe den Tag unter Kontrolle.
Und ich muss wirklich sagen, dass für mich das Thema auch Meditieren extrem wichtig ist. Ja, also in Balance zu kommen, tief zu atmen, immer wieder halt auch in Meetings, aber auch dann halt also dann dieses langsame Atmen und tief mal zu atmen, aber auch das regelmäßige Meditation, sage ich mal. Für mich ist es wirklich super, super sinnvoll und hilft mir das. Und ich kann nur sagen, wenn ich mich nicht gut erhole, ja, wenn ich nicht auf meinen Schlaf achte, wenn ich mich nicht am Wochenende nicht runterkomme, kann ich nicht unter der Woche voll Gas geben. Und das ist für mich sehr wichtig. Von daher, David, ich kann nur dein Opa recht geben. Ja, also keine gute Erholung führt zu keine positive Energie. Und ich mache das sehr aktiv in meinem Leben, dass ich sehr darauf achte, dass es mir gut geht. Weil wenn ich mich nicht gut erhole, dann kann ich auch nicht die Energie sammeln. Ja, vielen Dank, Daniel. Also das Gespräch hat mir extrem viel Spaß gemacht. Ich habe sehr viel für mich mitgenommen. Jetzt steht ja das Wochenende vor der Tür für mich und deswegen nehme ich mir deinen Ratschlag auch nochmal zu Herzen und gönne mir ein bisschen Zeit für mich. Ja, und mir bleibt an der Stelle nur, mich ganz herzlich bei dir zu bedanken für deine Offenheit und deine Zeit. Ja, danke dir, David. Also ich meine, was ich auch nochmal, vielleicht nochmal letztens anmerken möchte, ich würde sagen, dass dieses Unternehmerleben auch manchmal auch schwierig ist, ja, auch diese Themen, die man hat. Und da muss ich auch sagen, und da bist du ja auch Member oder von EO, von Entrepreneurs Organization. Und ich glaube, das hat mir auch geholfen, auch mal manchmal zu sagen, wenn es mir nicht gut dabei ist, auch nochmal zu merken, dass ich auch nicht allein bin, auch mir auch Zeit zu gönnen. Also das würde ich sagen, das sind auch so Themen, die mir wirklich auch geholfen haben, auch nochmal Rücksicht auf mich zu nehmen und auch zu merken, ich bin nicht allein und ich bin auch nur ein Mensch und ich muss auf jeden Fall nochmal auf mich achten. Von daher kann ich auch sagen, das ist auch ein weiterer Bereich, was mich auch nochmal geholfen hat, diese Entspannung auch nochmal immer wieder den Weg zu mir zu finden, was auch in diesem Prozess nicht immer leicht ist. Vielleicht das kann ich nochmal so als letzte Anmerkung. Und David, nochmal vielen Dank, dass ich hier die Zeit hatte mit dir. Das wirklich nochmal vielen Dank und toll, dass ihr nochmal so viele Leute zusammenbringt für tollen Ideen. Ja, wir Unternehmer, kleine Ventures brauchen das. Von daher vielen Dank auch dafür und danke dir auch nochmal für deine Zeit. Danke, Daniel. Ja, ich werde deinen Weg weiter verfolgen und wir werden uns bestimmt ganz bald wieder sprechen.